Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Ackert und heute geht es um n1.de, unseren neuen Newsletter und unsere Blogbeiträge, die wir jetzt auch veröffentlichen, um unsere neuen Seminarbuchungsmöglichkeiten, die absolut digitalisiert sind, also wo wir wirklich im 21. Jahrhundert angekommen sind, im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern in der Branche, ganz klar. Ich will euch das mal direkt zeigen, also ein kleines Tutorial und ein Hinweis, was wir so machen können. Also am Anfang, wenn das erstmal auf n1.de geht, kommt ein Cookie-Hinweis. Ich will euch das mal kurz erklären. Wir haben hier tatsächlich, wenn ihr alles akzeptieren würdet, Tracking, also Google Analytics, ganz klar. Ne? Ich möchte ein bisschen nachvollziehen können, wie ist so die Nutzung der Webseite. Ihr könnt das auch absolut ablehnen, keine Frage, könnt ihr machen. Es ist dann halt wirklich vor allem Tracking, was da im Hintergrund läuft. Alle anderen Sachen zur Funktionalität unseres Lernportals sind natürlich essentiell und können nicht abgelehnt werden. Da ist aber auch keine weitere Verfolgbarkeit dahinter, sondern das läuft dann alles auf unseren Servern. Das Einzige, was wirklich nach außen hier geht, ist tatsächlich dann Google Analytics und Co. Also gern auch ablehnen, kein Drama. So. Habt ihr dann eventuell schon mal mitbekommen, dass wir Blogbeiträge wieder veröffentlicht haben? Wir haben jetzt hier erstmal über die Komplexität der Energiewirtschaft gesprochen. So ein bisschen, ja, wie kommt denn jetzt der Strom in die Steckdose? Das machen wir jetzt auch wieder regelmäßig. Ich denke mal so alle zwei Wochen wird es ungefähr kommen. Und dann findet ihr immer unten, ja, den Weg so zum Shop. Das ist der Online-Kurs, das sind die E-Books, kennt ihr ganz normal, keine Frage. Alles schon bekannt und wird von euch auch gut genutzt. Vielen Dank dafür, dass ihr bei uns auch Produkte kauft. Dann kommt ihr zum Seminarkalender. Ich hatte schon mal erwähnt, dass wir jetzt hier so einen Seminarkalender haben. Ich klicke mal kurz drauf. Das sind unsere Kurz-Online-Seminare. Wir veranstalten jetzt jeden Monat mehrere Veranstaltungen zur Marktkommunikation, zum Smart Metering und zum EEG. Na, ungefähr diese drei immer einmal im Monat, wo ihr euch ein Ticket kaufen könnt, wo ihr dann praktisch euch einloggen könnt in eine Teams-Session. Microsoft Teams werden wir vor allem nutzen, wenn es unbedingt sein muss, auch gerne Zoom parallel. Also ich kriege das auch alles parallel noch hin, wenn es sein müsste, aber hauptsächlich über Teams. Ihr könnt euch ja auch ohne Installation dort einloggen und das euch im Browser anschauen. Gar kein Problem, wir kriegen das hin. Ihr seht dann hier, ne, immer so, ja, Datum und Uhrzeit, das sind halt 2 Stunden, ein Kurzseminar, sehr prägnant, absolut auf den Punkt gebracht, ist mein Ziel, für einen Huni ungefähr, brutto. Und ihr seht dann auch hier noch weitere Infos, ne, in diesem Fall ich als Sprecher, es wird auch Veranstaltungen geben, gerade im EEG-Bereich, wo der Thomas aus meinem Team mitsprechen wird und vielleicht in der Zukunft auch noch eine gemeinsame andere Veranstaltung mal schauen. In diesem Kalender werde ich auch verlinken, wenn ich für andere Akademien Veranstaltungen übernehme. Einfach so als weiteren Werbeeffekt verlinke ich halt da drauf. Da könnt ihr euch dann dort noch anmelden, wenn es so wäre. Dann gibt es hier einen Timer, wie lange das noch dauert. Ihr könnt dann eingeben, wie viele Tickets ihr jetzt gerade in diesem Moment holen wollt und dann einfach in den Warenkorb legen. Das ist also genauso wie alle unsere anderen Produkte. Ihr geht dann in den Warenkorb und dann könnt ihr über Rechnung oder über die PayPal-Wege hier ganz normal bezahlen. Kriegt dann praktisch die Anzeige des Links hier zur Verfügung gestellt und könnt euch dann über Teams zum Beispiel einloggen. Also ihr könnt euch das dann in den Kalender eintragen und über Teams einloggen. Übrigens hier die Kalenderfunktion gibt es auch hier, ne, zum Kalender hinzufügen. Das könnt ihr dann über Outlook oder Google und so weiter euch dazu packen. Das ist das eine, das sind diese Events. Wir haben jetzt hier noch 2 neue Menüpunkte, Seminar, Buchung und Coaching. Und das ist jetzt wirklich ein großer Schritt in die Zukunft. Wir haben jetzt hier einen Kalender dahinter geschalten. Ihr seht dann hier praktisch so Tage, ne? Jeden Monat sind das ungefähr so 2 Tage, die ich hier mal so reingepackt habe. Ihr wählt dann den Tag aus. Dann, ja, ihr könntet hier, wenn noch andere Trainer zur Auswahl stünden, das auswählen. Ihr sagt dann zum Beispiel, okay, ich möchte ab 8 Uhr bis, sagen wir mal, 16 Uhr hier ein Seminar haben. Dann kommt ja schon mal ein Bruttopreis. Ne? Das ist immer brutto, weil ich auch Endkunden auf dem Shop habe. Deswegen sind ja immer alles Bruttopreise. Könnt ihr euch ja ausrechnen oder kriegt ihr dann auch nochmal ein Angebot und so weiter. Ihr sagt dann, welches Thema wollt ihr oder welche Themen. Ihr könnt auch sagen, ja, das hier ist es alles nicht. Keine Sorge, da kommt noch der gesamte Seminarkatalog dazu. Aber jetzt erstmal zum Start. Diese Themen, anderes Thema, bla bla. Dann sagt ihr meinetwegen online und dann seht ihr, anderes Thema, hier kommt dann ein kleiner Aufpreis zu, weil wenn ihr praktisch einen Wunsch dann hättet, der nicht in meinem Seminarkatalog steht, muss ich ein bisschen was natürlich für die Vorbereitung noch in Rechnung stellen. Also relativ easy. Und dann sagt meinetwegen, nee, doch nicht online, ich will das bei mir vor Ort haben. Ich möchte gerne in meinem Stadtwerk ein Präsenzseminar haben. Auch da kommt dann nochmal ein Aufpreis, ne? Wird hier direkt ausgerechnet. Und dann geht ihr auf jetzt buchen.
Und wenn ihr das dann macht, habt ihr auch wieder etwas im Warenkorb. Kleiner Hinweis: Diese Seminarbuchungen und auch die Coachings, das ist genau das Gleiche, nur kürzere Stundenanzahlen, da immer maximal 3 Stunden und dafür gibt es auch andere Tage, die dann freigestellt sind. Diese Sachen könnt ihr immer noch einzeln kaufen, weil bei diesen Seminarbuchungen habe ich eine andere Zahlungsmethode reingepackt, nämlich die nennt sich Reservierung. Ihr werdet es gleich sehen, wenn wir hier zur Kasse weiter springen, seht ihr dann Reservierung. Nur für Seminar-Coaching-Buchungen. Die Rechnung wird nach der Veranstaltung auf Grundlage dieser Bestellung erstellt und zugeschickt. Also, was ist das hier? Das ist ein Reservierungssystem für Seminare, die wir dann machen könnten. Ihr bucht euch hiermit praktisch einen Tag. Na, das steht dann ja auch schön nochmal zusammengefasst. Diesen Tag mit diesen Zeiten, 8 Stunden ab 8 Uhr, mit mir oder halt einem anderen Trainer dann. Das soll bei euch sein. Ihr habt ein bestimmtes Thema, was ihr haben wollt. Und dann habt ihr hier einen Preis. Wenn ihr dann auf jetzt kaufen geht, habt ihr, ihr müsst natürlich noch die AGB und so weiter zustimmen, habt ihr dann ein, ich sag mal, habt ihr ein Angebot. Das ist dann erstmal das Angebot. Und das würdet ihr hier praktisch anfordern darüber, dass ich das mache. Und dann würde ich euch natürlich eine weitere Schulungsindikation einfach schicken. Die hat dann ein Grobkonzept, ungefähre Agenda der Schulungsthemen. Da können wir da auch nochmal weiter drüber sprechen, ganz klar. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ein cooler Weg, um hier sehr, sehr einfach und flexibel an Themen zu kommen. Ich gebe euch hier nämlich Tage vor, ne? Also dieser Tag, an diesem Tag stehe ich zur Verfügung für eine Schulung. Könnt ihr dann also hier drüber reservieren. Wie gesagt, bei Coaching ist es ein ähnlicher Ansatz, nur eben, dass es auf 3 Stunden hinausläuft statt auf einen ganzen Tag Schulung. Ne? Das sind auch andere Tage und dementsprechend hier dann immer so 3 Stunden, die gehen könnten. Besprechung immer noch vorher. Ne? Also ihr bucht das und dann können wir noch besprechen, was geht. Jetzt habe ich ja gerade noch was gesehen, das will ich euch auch direkt zeigen. Ist, glaube ich, auch eine wichtige und interessante Sache. Wir haben jetzt nämlich auch Bewertungen aktiviert. Wenn ihr auf den Shop geht und jetzt hier auch übrigens oben die Kategorien unserer Produkte nochmal sehen könnt, sind hier unten ja dann die Produkte. Bisher sind hier noch keine Bewertungen angezeigt, weil ich das Bewertungssystem gerade erst aktiviert habe. Jetzt gibt es aber Bewertungen. Ach, das habe ich in den Warenkorb gepackt. Ich wollte eigentlich aufs Produkt drauf. Wenn ihr auf das Produkt klickt, habt ihr unten ja nochmal so eine Beschreibung und dann hier Bewertungen. Null. Es gibt noch keine Bewertung. Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben. Das geht also ab jetzt. Wenn ihr hier gekauft habt über unseren Shop, dann könnt ihr hier eine Bewertung abgeben. Wenn ihr von außerhalb gekauft habt und habt praktisch über ein Angebot eine Rechnung von uns eine Freischaltung bekommen, müsstet ihr, wenn ihr bewerten wollt, mir nochmal Bescheid geben. Dann muss ich nämlich nochmal eine interne Bestellung hier anlegen. Das habe ich in der Vergangenheit nicht gemacht. Das können wir aber noch umsetzen und dann könnt ihr euch auch bewerten. Alle, die auch umgezogen worden sind vom alten System, müssten mir nochmal Bescheid geben, wenn sie bewerten wollen. Dann kann ich hier nämlich entsprechend das freischalten, sonst geht das nicht. Wir prüfen die Bewertung insoweit, dass also wirklich nur jemand die abgeben kann, der hier eingeloggt ist und der die Bestellung im System hat. Alle anderen können nicht bewerten. Das sind also dann tatsächlich echte Bewertungen. Ne? Also selbst ich kann, wenn ich mich normal einlogge, keine Bewertung abgeben. Ich brauche auch intern eine Bestellung. Und die habe ich natürlich nicht. Als Administrator habe ich keine Bestellung. Ich habe das Ding einfach. Deswegen kann auch ich selbst nicht bewerten. Ne? Von daher, das ist dann ein echtes Bewertungssystem. Ja, insoweit. Wir haben hier also, ja, wie gesagt, auch unseren Blog. Da gab es ein paar ältere Beiträge. Jetzt fangen wir wieder richtig an, selbst zu bloggen. Da könnt ihr euch gerne die Sachen so anschauen. Und was vielleicht noch interessant ist, hier unten ist noch der Newsletter. Den habe ich vorhin übersprungen. Es gab ja schon mal einen alten Newsletter auf energiewirtschaftseinfach.de. Der wird eingestellt. Ich werde euch, wenn ihr dort eingetragen seid, nicht rüberziehen, weil es ist ein anderer Hoster. Ich werde jetzt nicht die Datenbankinhalte auf einen anderen Hoster mit einer anderen Datenbank, mit einem anderen Datenverarbeiter rüberschieben. Das ist mir datenschutztechnisch. Nee, mache ich einfach nicht. Das gehört sich nicht. Wenn ihr also in Zukunft Informationen bekommen wollt über unseren freien Content und über unsere Produkte und über unsere Angebote und über vielleicht auch mal ein Rabattangebot, wie wir es ja letztens hatten, meldet euch beim Newsletter an. Ich verspreche euch an der Stelle praktisch, dass ich dort keinen Spam, also keinen unnützen Beitrag rumschicke, sondern wirklich die Hinweise auf, hey,
Hier gibt es tolle neue Beiträge, hier gibt es ein tolles neues Produkt. Das ist deswegen sinnvoll, weil hier demnächst ein Thema entsprechend wichtig wäre. Also das hat schon einen energiewirtschaftlichen Hintergrund. Und ich würde mal sagen, das Verhältnis wird sein, 3/4 Content und 1/4 Produktwerbung, wie es halt so ist. Klar. Ihr gebt einfach einen Namen ein, bestenfalls auch einen echten. Muss aber auch nicht sein. Hauptsache irgendwas und eure E-Mail-Adresse. Ich habe nämlich in der Vergangenheit auch ganz oft Ablehnungen von euren Stadtwerke-ITs praktisch bekommen, dass der alte Newsletter als Newsletter erkannt wurde und dann durftet ihr euch nicht eintragen. Ich habe jetzt hier einen besseren Mail-Server dahinter. Das sollte nicht mehr so oft passieren. Ihr könnt euch also hier neu eintragen. Wenn ihr Interesse habt, tragt euch hier einfach ein, dann kriegt ihr unseren Newsletter. Genau, und das ist es im Großen und Ganzen. Wir haben unseren normalen Shop mit jetzt Bewertungen. Wir haben unseren Eventkalender mit diesen Kurzseminaren. Da könnt ihr euch ein Ticket holen. Wir haben diese Seminarbuchung und das Coachingbuchung als Kalenderauswahl praktisch, wo ihr sagen könnt, an diesem Tag möchte ich diese Themen haben. Wir haben den Blog mit entsprechend dem Link auf den Newsletter. Und ihr könnt das alles gerne nutzen. Also ich finde, wir haben jetzt hier ein schönes Angebot, was die Energiewirtschaft wirklich deutlich einfacher macht als das, was so in der Vergangenheit hier wichtig war. Ihr kauft auch recht fleißig. Ich sage wirklich vielmals Dankeschön. Seit dem Relaunch des Kurses und des gesamten Shops, ja, tatsächlich vergeht fast kein Tag, an dem nicht irgendwas gekauft wird. Wir haben auch günstige Produkte, ne? Also der Geldregen hält sich noch in Grenzen, aber der ist schon mal sehr, sehr angenehm für einen Online-Unternehmer in der Energiebranche. Insoweit, vielen Dank und gerne weitermachen. Wir werden jetzt hier auf YouTube noch auch über die essentiellen Themen sprechen. Noch einiges vom Makro, einiges vom EEG, einiges vom Smart Metering-Thema und ansonsten wieder viele grundlegende Ansätze rund um die Energiewirtschaft. Wir werden auch ein bisschen mehr Hintergrundvideos mal machen, also so wie ein Vlog über halt uns als Akademie. Und wir werden auch mal das ein oder andere sehr, sehr aktuelle Thema auch ein bisschen kontroverser mal besprechen. Es wird in Zukunft auch ein paar Interviews geben. Die ersten Gespräche dazu liefen jetzt gerade. Und wir werden auch ein bisschen von der E-World berichten. Ich werde als Teilnehmer rumlaufen, nicht als Aussteller, als Teilnehmer da sein und vielleicht werde ich einen Livestream machen von der E-World, wie ich durchlaufe. Da könnt ihr euch das mal angucken, wie die E-World jetzt im noch Corona-Jahr 2022 aussieht. Okay, soweit erstmal dazu. Das war's für heute bei Energiewirtschaft einfach. Gerne Fragen, Anmerkungen, Ideen, Anregungen unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr nämlich auch nicht die zukünftigen Videos. Geht gerne auf n1f.de und guckt mal, was wir im Shop und auch in unseren Blogbeiträgen und so weiter parat haben. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.